Cello Shorty. Herzlich willkommen zu einem neuen Cello Shorty. Ich möchte mit dir heute mal etwas Wichtiges besprechen, was deine Tongestaltung angeht. Du möchtest ja mit dem Bogen die Saite anreiben, anstreichen, und das möchtest du auf möglichst gefühlvolle Art tun. Also in Leichtigkeit und Kraft gleichzeitig. Weißt du, was die erste Voraussetzung dafür ist? Dass du den Bogen so hältst, dass der Daumen korrekt steht. Weißt du, es geht nämlich darum, dass du nicht spürst, wie du den Bogen fest in der Hand hast und hier deine Kraft spürst, sondern du möchtest ja durch deine Hinterhand hindurch spüren, wie hier der Ton angeht. Und weißt du, was das oberste Gebot für den Daumen dabei ist? Der Daumen sollte krumm stehen. Ich zeige dir das mal. Guck mal, wenn ich jetzt meine Hand dir mal so zeige, dann wirst du sehen, dass hier vorne der Daumen in seinem vordersten Gelenk hier gebeugt ist. So sieht es aus. Und weißt du eigentlich warum? Wenn du mal versuchst, den Daumen auszustrecken und durchzudrücken, ja, und dann versuchst du mal mit der anderen Hand dagegen zu drücken, dann wirst du merken, der Daumen lässt sich in seiner Länge nicht verändern. Der ist fest. Wenn du ihn aber krümmst, guck mal, dann kannst du jetzt sehen, wie ich ihn hineinstauchen kann in die Hand. Er ist also jetzt in seiner Länge veränderbar. Nicht viel, aber das reicht schon aus, um hier einen Ausgleich für die Finger zu machen. Ja? So, die nächste Frage ist, wie schaffen wir es, dass der Daumen krumm bleibt? Eventuell kennst du das Problem, dass er ja immer gerne umfällt und dann steht er wieder so da und dann ist die Hand wieder fest. Na, da wollen wir mal gucken, wie das überhaupt mit Fingern geht. Guck mal, wenn ich jetzt einen Finger hier auf meine Hand stelle, ja, und ich stelle den Finger so flach hin, guck mal, dann möchte der sich durchdrücken und möchte umfallen. Ja? Wenn ich ihn aber vorne am Nagel aufstelle, guck mal, dann bleibt der freiwillig so stehen. Ich könnte sogar das andere Extrem machen, ich könnte mit Überhang stellen, jetzt muss ich Kraft aufwenden, damit er nicht so umfällt. Ja? Aber es gibt dazwischen eine Stellung. Der Finger steht vorne auf dem Nagel, auf der Spitze und der Arm in der richtigen Höhe und dann steht der Finger freiwillig, ohne dass er sich anstrengen muss, in gekrümmtem Zustand. Und diesen Zustand wollen wir mit dem Daumen auch erreichen. Das machen wir so. Wir stellen ihn tatsächlich auch vorne am Nagel direkt hier auf unsere Stelle am Bogen. Jetzt kann er stehen. Eventuell musst du dir dafür den Daumennagel schneiden, weil sonst stehst du auf dem Nagel und dann will er wieder umfallen. Ja? Also halte den Daumennagel so kurz wie möglich bitte, ja? Und dann stell ihn so auf und lasse die Finger gegenüber liegen. Jetzt hast du die Chance, dass du mit einem leichten Daumen, der gekrümmt und beweglich ist, hier nur noch den Zeigefinger nützt, um den Bogen hier hinzustützen und jetzt in aller Leichtigkeit spüren kannst, wie du die Saite anstreichst, ohne dass es dir in der Hand fest wird. Probier das mal selber aus. Ich glaube, du wirst da ein ganzes Stück von profitieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dir was gebracht hat, dann gib ihm doch einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal. Dann kommen nämlich die nächsten Videos auch automatisch auf dich zu. Und richtig Cello lernen kannst du mit dem Intensivkurs Cello, den empfehle ich dir. Am Ende des Videos findest du einen Link, da kommst du auf die Mitgliederseite von Bogenbalance und da wird dir dieser Kurs angeboten. Und da machen wir es dann mit Übungen und Stücken von der Pike an richtig schön aufbauend. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.